Luke fragt, wann kommt die nächste Folge? Alex fragt. Ja, okay. Jetzt. Ja, somit willkommen zurück zu Frag Alex, zweite Episode. Und ich würde sagen, legen wir gleich mal los. Pink Treats fragt, was sind deine Ziele bei Twitch, YouTube und so weiter? Das ist eine sehr gute Frage und die ist auch gar nicht so einfach zu beantworten, denn ich glaube, es gibt gar nicht so dieses eine Ziel. Wenn ich dieses eine Ziel nennen müsste, dann wäre das vielleicht einfach die Sache, dass ich mit dem, was ich hier tue, als Content Creator, dass ich davon leben kann. Das ist vielleicht so, dass es dieses ganz weit entfernte Ziel, das ich mir gesetzt habe. Ich möchte das gerne machen, weil es mir unheimlich viel Spaß macht, weil ich nicht müde davon werde, seit Monaten nicht. Im Februar ist es ein Jahr. Das Weitermachen, Ausbauen, noch viel mehr machen können, ohne mir Gedanken machen zu müssen, wie ich mein Geld verdiene, sondern dass ich damit mein Geld verdiene. Ansonsten muss man aber auch sagen, man hat viele kleine Ziele. Also es fängt mit dem Ziel an, so, ich möchte das jetzt machen, ich gehe auf Twitch, mache mir meinen Kanal. Wenn der fertig ist, ist mein erstes Ziel rum. Ich möchte Affiliate werden, ich möchte einfach wachsen auf der Plattform. Also war Affiliate zu werden, die 50 Abonnenten, nein Quatsch, bei Twitch sind es ja Follower. Also die 50 Follower zu erreichen und Affiliate zu werden, einfach so als kleiner Meilenstein. Dann war mein Ziel, auf YouTube einfach einen Weg zu finden, dort guten Content zu erstellen, dort am Ball zu bleiben, einfach was zu finden, was ich auch auf YouTube gerne mache und um eben auch nicht nur online Live-Content zu erschaffen, sondern eben auch offline, also für mich offline, ja, YouTube ist auch online. Aber ihr wisst, was ich meine, um einfach auch Offline-Content zu haben, das war so ein Ziel. Das habe ich, glaube ich, mittlerweile auch ganz gut geschafft. Ich muss nur am Ball bleiben, darum auch das hier. Ich nehme ein Video auf, damit das auf YouTube kann. Auf Twitch habe ich zum Beispiel das Ziel, mal auf diese 20 Zuschauer im Schnitt zu kommen. Ich weiß nicht, warum diese 20 bei mir im Kopf hängen geblieben ist. Ich bilde mir ein, dass 20 irgendwie ein sehr guter Ausgangspunkt ist. Oder eben auf YouTube mal 1000 Abonnenten zu erreichen. Das ist zum Beispiel auch ein Ziel. So habe ich halt kontinuierlich kleine Ziele, die ich mir setze und die ich nach und nach erreichen möchte. Ja, ein großes Ziel ist zum Beispiel, nächstes Jahr hier einfach mein Studio reinpflanzen zu können hier oben. Dass man nicht nur die Ecke sehen kann, dass es hier schön aussieht. Ich glaube, die Frage ist soweit beantwortet. Pink Treats fragt, was ist dein Lieblingsessen? So dieses eine Lieblingsessen habe ich, glaube ich, gar nicht. Ich esse ja gerne Pringles. Ansonsten, ich mag Nudeln mit Bolognese und so ganz gern. Das kann ich irgendwie immer essen. Oder ich habe im Winter auch schon Hirsch gegessen mit Preiselbeersoße. Sowas mag ich auch ab und zu. Einfach mal auch besondere Essen oder so. Truthahn. Mir fällt gerade ein, ich mag Truthahn. Das ist so leckeres, zartes Fleisch. Und wenn Truthahn gut gemacht ist und du isst dieses Fleisch, dann geht das so. Es zerfällt in deinem Mund und du hast so eine Geschmacksexplosion da drin. Entschuldigung an der Stelle an alle Veganer und Vegetarier. Aber es schmeckt mir nun mal. Markus fragt, wie war es damals bei den Dinosauriern aufzuwachsen? Tobi fragt, du Alex, kann man mit deinen Affinity-Programmen auch Bilder animieren? Soweit ich gesehen habe, nein. Also kurz zur Erklärung, ich benutze so wenig wie möglich Adobe-Produkte. Manchmal bin ich noch auf Photoshop angewiesen, aber nur weil ich ein bisschen, glaube ich, zu faul bin, einen Alternativweg in Affinity Designer oder Photo zu finden. Aber Animationen, solche Geschichten, die mache ich auch nicht mit Photoshop oder anderen Adobe-Programmen. Die mache ich mittlerweile einfach in Final Cut Pro. Das ist eben mein Schnittprogramm und da kann ich so ziemlich alles machen, was ich möchte. Luke fragt, welches Programm benutzt du zum Schneiden, Animieren und Co.? Okay, dann habe ich mit Final Cut Pro gerade vorgegriffen. Das ist nämlich mein Schnittprogramm. Ich kann auch gleich noch sagen, warum. Ich finde Premiere und After Effects ziemlich, ich sag mal, mittlerweile ein bisschen aufgeblasen und vor allem auch auf dem Mac irgendwie träge. Ich habe dann mal Final Cut jetzt ausprobiert, da ich einen Mac habe. Und dann habe ich mir gedacht, ich probiere das einfach nochmal aus. Das ist ein Produkt von Apple, bestimmt gut abgestimmt für das Gerät. Und ja, das ist es. Es macht unheimlich viel Spaß, mit Final Cut zu schneiden. Geht auch irgendwie alles viel schneller von der Hand. Ich weiß nicht warum. Funktioniert einfach besser. Manello fragt, wie hoch ist der Ölverbrauch deines Rollators?
Er fährt elektrisch. Nessie fragt, was spielst du neben Red Dead Online momentan am liebsten? Ja, Red Dead Online ist gerade echt so ein Ding, das mir gefällt und ich kann es gar nicht so oft spielen, wie ich gerne möchte. Und auch das immer nur im Stream zu spielen, ist, glaube ich, auch nicht so super spannend und zielführend. Was spiele ich momentan noch? Sea of Thieves würde ich auch gerne mal wieder ein bisschen mehr spielen. Ich mag solche Spiele generell. Ja, ansonsten habe ich gerade nicht so wirklich einen Liebling. Ich bin wählerisch, was Spiele angeht. Ich habe da momentan nichts so richtig. Ja, Cyberpunk habe ich ja jetzt auch mal so ein bisschen gespielt. Spielt es auch noch. Begeistert mich jetzt auch nicht so, wie ich es gerne gehabt hätte. Auf was ich mich tatsächlich freue, mal wieder so als MMO und schön in der offenen Welt herumlaufen, das ist New World. Da warte ich in der Tat drauf. Das hat mir in der Beta, oder war es Alpha? Nee, es war eine Beta. Hat mir in der Beta sehr viel Spaß gemacht. Da freue ich mich auf alle Fälle wieder drauf. Ansonsten bin ich gerade auch ein bisschen auf der Suche. Ich möchte vor allem jetzt mal wieder ein paar Trash-Spiele spielen. Irgendwie macht das immer Spaß. Habe ich gerade mal wieder Bock drauf. Sowas wie Feuerwehrsimulator oder so. Ja, und schaue mich auch gerade nochmal nach so einem Open-World-Adventure-Dings um. Von mir aus auch ein Story-Game. Bin gerade so ein bisschen am Suchen. Vor allem auch, was ältere Titel angeht. Ich habe ja viele ältere Titel noch nicht gespielt. Deshalb, ich habe da noch eine breite Auswahl. Ich wühle mich mal da durch. Tobi fragt. Warum bist du auf ein XLR-Mikrofon umgestiegen? Ich finde den Unterschied zu einem USB-Mikro zu gering und lohnt sich meiner Meinung nach nicht. Ich muss da meine Antwort, ich kann das so gar nicht so direkt beantworten. Ich muss das ein bisschen anders formulieren. Ich bin ja gar nicht zuerst auf ein XLR-Mikro umgestiegen, sondern ich wollte das Go XLR haben. Und ich habe mich vorher erkundigt und habe auch gelesen, dass es über den AUX-Anschluss beim Go XLR möglich ist mit dem Blue Yeti, das ich vorher hatte oder auch immer noch rumstehen habe, dass ich damit eben auch über das Go XLR aufnehmen kann oder reinsprechen kann. Ja, also das Mikro anschließen kann. Der Ton war ganz okay, aber gefühlt ziemlich schwierig einzustellen. Ich habe da mit dem Blue Yeti nicht sehr viel Spielraum. Es hat alles nicht so ganz funktioniert, wie ich mir es vorgestellt habe. Und auch das Signal reinzubekommen. Also ich habe mir dann extra nochmal ein fettes AUX-Kabel geholt mit einer guten Isolierung. Und selbst da gab es dann Nebengeräusche. Das Eingangssignal musste ich relativ stark verstärken. Ja, ich musste den Gain ziemlich hochschrauben, damit auch Ton ankommt auf dem Go XLR und umso höher ich das gestellt habe, umso mehr Störgeräusche kamen dann und waren vorhanden. Fand ich alles nicht so prickelnd, hat mir alles nicht so gefallen, war alles nicht so gut. Dann habe ich auch nach wie vor das Problem gehabt, dass ich mit dem Blue Yeti ziemlich viele Nebengeräusche hier aufgenommen habe. Also habe ich mir gedacht, jetzt habe ich das Go XLR da, ich kann jetzt ein XLR-Mikrofon anschließen, also hole ich mir doch ein neues. Habe mich ein bisschen umgesehen, ich fand das Procaster immer noch von der Preis-Leistung her super. Aber es funktioniert alles einfach insgesamt besser, weil klar, es ist ein XLR-Mikro. Das Go XLR ist ein XLR-Pult. Also das funktioniert miteinander dann doch besser. Wenn man natürlich ein gutes USB-Mikrofon hat, man ist damit zufrieden und der Ton ist ganz ordentlich, braucht man natürlich nicht unbedingt wechseln. Warum auch? Und vom Ton her, du meintest ja noch, über crappy Handy oder Tablet hört es ja sowieso keiner den Unterschied. Glaube ich nicht. Ich höre den Unterschied und dann werden andere den Unterschied auch hören. Ob jetzt der Unterschied von meinem Blue Yeti zu dem hier besonders gravierend ist, weiß ich nicht. Also es klingt ein bisschen anders. Ich bin hier etwas satter unterwegs. Es hat mehr diesen Broadcast-Charakter. Muss man mögen oder nicht. Aber auch ich erfinde hier das Rad nicht neu, sondern ich erkundige mich oder ich habe mich auch viel erkundigt über die Streamerei und mache das ja auch heute noch. Und die goldene Regel, das oberste Gebot, das dir jeder Streamer, der auch erfolgreich ist, ans Herz legt, der Ton muss stimmen. Ansonsten gehen die Leute wieder raus. Also es ist keineswegs so, wenn du ein ordentliches USB-Mikro hast, du kannst da sehr viel rausholen, auch gerade über OBS kann man ja auch nochmal ordentlich nacharbeiten. Da gibt es wunderbare Plugins, wunderbare Erweiterungen und die sollte man auch nutzen. Da kann man nochmal das Optimale aus seinem USB-Mikro rausholen, ohne dass du irgendwie ein Mischpult brauchst oder dass das Mikro super, super toll sein muss. Kriegt man schon hin, keine Frage. Das hier, vor allem gepaart mit dem Go XLR, ist Luxus, braucht kein Mensch, muss man nicht haben. So, das waren auch schon wieder die Fragen für heute. Vielen lieben Dank für alle, die Fragen eingereicht haben. Ich beantworte immer wieder gerne, macht Spaß und man hat ein bisschen Gesprächsstoff. Ich habe was für YouTube, Win-Win-Situation. Ihr erfahrt noch ein bisschen was über mich. Unnützes Wissen, das ihr wahrscheinlich nach 5 Minuten eh wieder vergesst, aber egal. Wenn ihr noch Fragen an mich habt,
gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ihr kommt auf Discord, auf meinen Server, könnt dort im Raum Frag Alex einfach Fragen stellen, ich schaue mir die an. Oder du kommst einfach mal auf Twitch vorbei, während ich streame und auch da beantworte ich gerne die ein oder andere Frage, die eben passend zum Thema ist. Würde mich sehr freuen. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video oder im nächsten Stream. Ich wünsche euch was, je nachdem wann ihr gerade eingeschaltet habt, einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend oder eine gute Nacht. Ciao.